Wir wollen den DFB-Pokal, sind aber erst in der zweiten Runde. Was macht man da? Natürlich gewinnen, oder Pet? Wow, was für eine Strategie. Hammer, ne? Das wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen. Machen wir das doch mal. Die Saison bisher ist jetzt nicht... Wieso haben wir da nicht 8 Sterne? Wahrscheinlich bloß wegen der Euroleague, ne? Weil Bundesliga ist ja ein wenig durchwachsen. Ja, da ist der Graswuchs ein wenig durchwachsener gewesen. Genau. DFB-Pokal haben in der ersten Runde, das wissen wir alle noch, ne, besiegt. Genau. Und jetzt kommen eben die Löwen, die eigentlich auch machbar sind. Au! Die wolfigen Löwen. Die wolfigen Löwen. Ja. Löwen. Ich löbe ihn. Und da ist, guck mal, jetzt haben wir einen Park ums Stadion. Ah, schön. Die Tore. Keine Stadt mehr, kein Pizzaladen mehr, nichts mehr. Wurde alles abgerissen, da wurden einfach Bäume gepflanzt. Ach, scheiß auf Stadt. Sie sollen wieder in den Böschen wohnen. Ja. Hat der Ref gerade gesagt. Natürlich. So, los geht's. Mal gucken, was die Mannschaft so fabriziert. Ja, hoffentlich was Gutes. Mhm. Ja, war schon mal gar nicht schlecht, der Angriff. Ja. Ach so, wegen den Toren, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt. Da müssen wir abwarten, bis der Umbau fertig ist in 70 Wochen oder so. Und dann haben wir auch wieder nur 2 Tore im Stadion stehen. Bis dahin müssen wir mit 4 spielen. Das ist die Auflage des DFBs, damit wir überhaupt die Lizenz bekommen. Ja, hab richtig. Ich gehört. Ja. Dann so, entweder sie spielen es mit 4 oder gar nicht. Genau. Apropos DFB-Pokal, im Relay war jetzt auch die Auslosung zur ersten Runde. Der BVB hat irgend so ein Oberneuland geplöppelt bekommen. 4. Liga war das. Sehr schwere Aufgabe, wie ich finde. Ja, pass auf, verlieren. Natürlich. Ah, und er Wow. Das war natürlich so eine spektakuläre Zeitlupe, definitiv wert. Auf jeden Fall. So, Klos ist jetzt durch, er macht das 2:0. Daniel Klos. Hammer, sehr gut gemacht von Daniel Klos. Ja, ich finde das auch gut. Ja, super gemacht, wir klatschen wir selbst. Klasse Entscheidung, Clues aufzustellen. Das ist von Mutek. Aber... Einzel. Der sagen, war ja über den ersten Kasten schön gelupft. In den zweiten rein. Top gemacht von Daniel Hich. Von Daniel Hich? Klar. Heißt also nicht mal Klos, meine Damen und Herren, heißt es Daniel Hich. That's what I said. Aber Bier ist so still. Schön, dass er hier aus dem Kasten gekommen ist. Also, das wäre knapp gewesen. War wichtig. Ja, der war auch dran, der Mango. Los jetzt, schön. Ja, das ist der Entschuldigung, dann nochmal. Das muss Strafstoß. Ja, genau, Mann. Also, eigentlich der 9 Meter, weil das eine Torstücke von dem anderen. Ja, natürlich. Aber 9 Meter muss das geben, Referee. Jetzt vielleicht der Konter über ihm da. Dann der Pass zu dem. Ja, das ist Benny Laut und das ist immer noch Cyprian Marika. Genau, sag ich ja, ihm da und dem. Genau. Krabs jetzt schön weiter auf Klos, der ist durch, müsste das 3-0 machen und er macht's. Ja. Daniel Ihre Klos. Denker? Ich kaufe mit Klos für die holländische Nationalmannschaft. Ja, super, nein, der kommt in die Buschnigger-Nationalmannschaft. So, hier sehen wir es nochmal. Keeper, ja, nicht sonderlich gut gehalten, hätte man haben können, wollte aber nicht. Wolltest du den denn halten? Hättest du in FIFA das Ding so geschossen, hätte der Keeper ihn gehabt? Ja, der hätte ihn nicht nur gehabt, der hätte auch sogar den Gegenangriff eingeleitet und das Tor gemacht. Selber, alleine. Ja. So, jetzt hier wieder auf dem Weg nach vorne. Ich denke nicht, dass es hier noch eine großartige Challenge wird. Wir werden, glaube ich, nicht zittern müssen, Ludewig. Und das ist das 4-0. Der hat den auch für Linie gehabt. Der Linie-Ref hat aber gesagt, er war im Netz. Nee, der Linie-Ref sagt nie, der war im Netz. Er sagt immer genau das Gegenteil. Ah, der war drin. Nein. Kein Tor. Jetzt die Kontermöglichkeit vielleicht über Klos, aber er kann sich hier nicht durchsetzen. Doch, kann er wohl, siehst du? Valude. Das ist jetzt mal ein genialer Pass gewesen, komischerweise. Aber Bumstahl möchte natürlich noch mal kurz nach hinten spielen. Möchte noch mal zeigen, wie es nicht geht. Genau. Ich meine, der hätte ja abwarten können, ne? Und so warten, bis die Leute nachkommen. Nein. Aber nee. Oder selber in die Mitte ziehen, weil da war ja nicht großartig jemand. Aber so, ich denke, so macht man es richtig. Ja, das ist jetzt auch die neue Regel, wie beim Basketball. Darf man den Ball, glaube ich, nur wie viele Sekunden halten? 5, ja, glaube ich, sind es, ne? Das darfst du nicht lange halten. Ja, aber jetzt, da darfst du auch gelbe Karten verteilen. Du hast so lange den Ball gehalten, Reinhold. Jabo. Schiebung skandieren unsere Dortmunder Fans hier. Klar. Jetzt der Freistoß und das ist das 3:0 durch Kevin. Genau, Kevin Panewitz 3:0. Wir schauen uns das nochmal an. Kajamba, Pfosten mitgenommen, drin. Was sind das da nicht in der einen Ecke für Atomreaktoren, die da aufgebaut werden? Und drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber Marika achtet gerade ein wenig drauf, dribbelt da durch. Ich hasse Atomenergie. Halbzeit.
Willst du die Maus bedienen? Nee, nicht wirklich. Das ist jetzt gerade so bequem. Guck mal, es steht nur 2-0. Das Tor von Kevin Panewitz hat leider nicht gezählt. Hat der Ref im Nachhinein nochmal gesagt. Na klar. Das zählt nicht. So, loben wir mal diese Hornochsen hier. Lobe ich mal Pierre de Witz und ich motiviere mal Ludewig. Krebs lobe ich auch. Panewitz sowieso. Und Lüdecke motivieren wir auch. Dann gehen in die zweite Halbzeit. Ich glaube, so 3 gehen noch. Dann haben wir eine schöne 6-0. Ich penne jemand in der Zwischenzeit, weg mich auf, wenn irgendwas Spannendes passiert. Wie? 6-0? Oh, unnötig. Unnötig. Oh. Wenn was passiert, solltest du mich aufwecken. Unnötig. Na komm. Jetzt haben sie noch 40 Minuten. Das schaffen sie noch. Die wölfigen Löwen. Verlieren wir 4-3 gleich, sagst du. Ja, wahrscheinlich. Nee, war wirklich unnötig. Da hat Biermann... Oh. Das war jetzt ein Foul und Bumster. Das hätte auch gelb geben können. Möchte aber nicht, der Ref. Der ist ein bisschen großzügig. Er weiß eh... Ach, wir verlieren ja, ey. Lüdecke haben wir auch. Verteidiger im linken Verteidiger. Klasse kombiniert. Mal kurz vor Spiel gespielt. Da hatte Ludewig einen auf Iniesta gemacht. Ja, er wusste einfach. Er hat das Spiel gestern gesehen. Was ich nicht gesehen habe, aber trotzdem. Was, Spanien gegen Frankreich? Mhm. Ja. Ich sag mal so, die Spanier sind ein wenig knackbar, ne? Weiß nicht, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Richtig beschissen gespielt. Vor dem Nasri nach dem Spiel ein Reporter als Hurensohn beleidigt, weil er ihn gefragt hat, ja, ob man die Spanier nicht hätte knacken können. Hurensohn, Niemand kann uns knacken, Fick dich. Genau, niemand kann uns Spanier knacken. Zitat Samir Nasri. Richtig. Franzose. Ja, richtig. Richtig. Bumster. Ludewig, sehr schön. Los. Geniales Spiel. Wieso können sie nicht auch in der Bundesliga so spielen? Nein. Entweder im Pokal oder in der Bundesliga. Sagt der Ref, ne? Ja. Genau. Das ist wirklich so, ne? Wir spielen in den beiden Turnieren recht gut, aber hier in der Liga. Hm. Die Mannschaft hat keinen Bock auf Alltagsgeschäft. Sie wollen was Besonderes. Sie wollen den Pokal, sie wollen die Euroleague. Ja, schön, steigen ab. Wer dann mal DFB-Pokal und Euroleague-Sieger? Ach, so ist das. Möchtest du nicht auch mal wechseln? So muss ich mich hier bewegen. Guck mal, Adriano muss dich jetzt auch bewegen. So wie Push. Ja, Enzo, komm, Enzo darf auch mal. Und Enzo sieht da. Das, ja, klares Abseits. Ja, also sieht jeden Millimeter der Mann. Gestochenes Auge. Das ist jetzt auch das neue UEFA-Gremium. Man darf nur Linienref werden mit dem Özil-Auge. Ja, also ich würde auch pausieren, genau. Muss man ein bisschen Pause machen. Ja, hier. Auf jeden Fall. Bei dem Wetter heute, ne? Da muss Regen hast du mitgebracht. Ja, Regen, echt. Ey. Das fällt mir ein. Immer wenn du herkommst, regnet's. Ja, nur. Ja, ich hatte keine Sonne mehr zu Hause, deswegen musste ich Regen mitbringen. Damit ich überhaupt was mitbringen, weißt du? Ja. Ui. Der Keeper hält auch was. Und da steht er jetzt, ja. Schön steht er da. Jetzt die Ecke, aber der ist... Julius Caesar hat den Ball. Das ist aber jetzt nicht der, der bei Inter mal gespielt hat, ne? Oder immer noch spielen, wie auch immer. Julius Caesar? Nee, das war der römische Feldherr. Der römische Gott. Für manche war er ein Gott, manche nicht. Ich hätte fast das Lachen vergessen, ja. So lustig war das. Hab ich mir auch gedacht. Klos geht vorbei, da muss er eigentlich nach außen spielen, macht selbst. Ludewig wird eigentlich vom Bein geholt, aber der Ref sagt, Bein 5-1, das kann auch. Jim Beam war da gerade am Ball. So, 5 Minuten verbleiben noch. Das ist jetzt einfach nur noch ein besseres Auslaufen. Und dann haben wir das Ding hier in trockenen Tüchern. Ich bin gespannt, wen wir haben. Dein Tipp? München. Dein Tipp? Ja, tipp mal. Ja, München. Ja. Sagst du München, okay. Ich sag, wir bekommen... Schalke. Ja, wahrscheinlich sind die gar nicht mehr dabei, aber... Oh, oh! Adriano, aber... Nee, oh, Cesar? Plus ist verletzt. Oh, no. Hoffentlich nichts Schlimmes. Aber so wie ich die Verletzungen hier beim FM kenne, hat er eh wieder nur einen Pferdekuss und muss sich deswegen auswechseln lassen. Ja, das war's. Kelten C. Schwan, Notarzt! Pferdekuss, Gefahr! Ja, roll. So, dann gucken wir erstmal auf die Verletzung. Oh, guck mal, die Bayern sind draußen gegen Rot-Weiß Erfurt.
Ah, mein Tipp hat sich schon erledigt. Ja, wir gucken mal auf Klos zunächst. 6 Tage wegen einer Rückenprellung. Oder was? Deswegen hat er gehumpelt. Ach, genau. Am Rücken, aber ich muss humpeln. Ich muss humpeln, damit man... Ja, Schalke ist auch raus. Hat sich ja, alles also klar. Auch erledigt. Willkommen dann Dortmund. Ich mag Spieler, die sich mir gegen Uber als Trainer allen zu Stimmungen und Würfen. Also, ja, los, geh auf die Knie und mach Liegestütze. So, ich glaube, das können wir uns auch mal so angucken, ne? Alamba. Sind ja nicht viele. Rwe. Erfurt bekommt Paderborn. Wen hätten wir gerne? Ich würde mal sagen, Sandhausen oder Cottbus wäre doch was Schönes, ne? Ja. Rein theoretisch, aber wie gesagt, ich glaube, es wird der BVB. Nee, das wird Schalke. Du darfst deine Meinung nicht einfach ändern. Ah, okay, es wird Schalke. Ja. Habe ich gehört. Und ich sage, es wird München. Klar. So, Pauli gegen den HSV. Na, guck mal, Hamburger Derby. Da haben wir natürlich auch die Paulianer. Ja, natürlich. Cottbus. Dortmund nehmen. Ja, geht doch. Ja, haben sie. Borussia Dortmund gegen Energie Cottbus. Ja, super, klasse. Ja, nochmal Dortmund. Und jetzt für die, Frankfurt oder nicht schlecht. Guck mal, 96. Wir haben in der Bundesliga auch gefickt, von daher ist das, glaube ich, gar kein Thema. Viertelfinalticket ist gebucht, würde ich sagen. Ja, habe ich schon. Ich habe schon das Ticket, ja. Ja, top. Da steht auch schon Penky Dortmund richtig, drauf. Ja. Gegen Fragezeichen, ne? Penky ist schon gesehen. Steht auch schon fest, dass wir heimspielen. Ja, okay, steht auch schon fest. Also. Ja, ich habe gute Beziehungen zu diesem, wie heißt der neue DFB-Präsident? Dieser Baum da, zu dem habe ich gute Beziehungen. Ich mag Bäume. Deshalb haben wir jetzt Bäume ums Stadion gebaut. Das hat er so verlangt, weißt du? Also, ja, wenn du das vierte Finalticket willst, ja, musst du Bäume um dein Stadion. So, jetzt dürfen wir gegen Freiburg. 2 Niederlagen in der letzten Saison. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Bislang generell die Statistik gegen die Freiburger. Mal gucken, wie wir das diesmal unser, schlagen. Unser Hoffenheim. So ungefähr. So, auf Klos müssen wir verzichten. Da würde ich aber Oldhoff in den Sturm stellen. Statt den Pummeligen, der absolut mal gar nichts auf die Reihe bekommt. Doch, er pummelt doch schön. So, ich würde dann sagen, Push für Krabs. Und? Enzo sieht dann für Pierre de Witt. Ansonsten lassen wir es unverändert. Bedanken uns fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's dann gegen Freiburg. Tschüss.